fuck! Oh fuck! Oh fuck! Nein! Not in the world, run some people living their life in bottles. When that he had the golden flask, back to bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, Verwandlung Raben 4 sind wir jetzt angekommen und willkommen wieder hier bei einer neuen Runde. Hoffentlich heute ohne Eltern, die mich anrufen. Nein, ich habe meine Eltern. Ja, ich habe meine Eltern lieb. B, nein, ich finde nicht, dass sie nerven und sowas. Aber die rufen jedes Mal in Aufnahmen. Drei Runden habe ich eingestellt. Die hätte ja fast Geld auf mich setzen können bei dem Wagen, die unterwegs sind, diese Wichser! So, Idioten! Und selber umdrehen. Das liebe ich richtig. Also die Leute, die einen wegdrehen, aber dann ihn wegdrehen und jemand anderes. Das liebe ich sowas von Idioten. Oh, Gustav. Ja, und wie gesagt, herzlich willkommen wieder hier zu einer neuen Folge. Letzte Runde haben muss ich ja mich an meine Stimme schalten. Ich hoffe mal, dieses Mal ist es nicht so. Dieses Mal nehmen wir auch irgendein anderes Thema. Wir müssen nicht mehr über YouTube und sonst irgendeinen Quatsch reden. Wir reden einfach mal über... Haha, da ist er tot. Wir reden einfach mal drüber, dass ich zweiter Platz bin. Das ist auch ein komisches Zeug, aber okay, lass uns mal. Was? Alter, ging ja schnell. Was kann man heute reden? Ich weiß es nicht. Meine Eltern bekommen die 50K-Leitung am 20. 21. Dezember, genau. Ich werde zwar nicht meinen Computer mitnehmen und irgendeinen Livestream machen. Das sollte euch irgendwie klar sein. Weil das sind gerade wenige Tage, die ich hier bleibe. Dort bleibe. Also mit dem neuen Internet wären es vielleicht 3 Tage sein, und mit dem alten Internet lohnt sich das nicht, da kann ich selbst zu Hause bleiben. Ich werde extrem viel vorproduzieren, ich werde fast 2 Wochen vorproduzieren müssen, wenn ich dauerhaft was bringen möchte, das was ich auch gerne machen möchte, weil, ich habe letztes Mal ja gesagt, vieles macht mir nicht mehr Spaß, aber YouTube allgemein macht mir Spaß, deswegen, ja, ihr wisst, was es heißen soll, mindestens 2 Wochen vorproduzieren. Ich bin dieses Mal nicht über Silvester weg. Das heißt, kein Silvester-Video aus Görlitz. Vielleicht laufe ich ja hier rum, mache ein paar Videos oder sowas, ich weiß es nicht. Aber ich werde Silvester höchstwahrscheinlich alleine sein. So, schade, aber man kann ja nicht alles haben, was die Welt gibt. So ist es. Und deswegen, ja, ich kann ja auch nie einfach sagen, jo, ich bin Freundin, obwohl ich keine habe. Naja, gut, okay. Ne, vielleicht bin ich ja, mache ich über Weihnachten ein paar Videos, wo ich in Görlitz bin. Ich nehme meine Kamera mit, ich nehme beide Speicherkarten mit, ich nehme auch mein Akkuladegerät mit. Also wir wissen nicht, was kommt. Sagen wir es mal so. Ja, und wie gesagt, ich muss mal gucken, was ich da aufnehme. Vielleicht kommt ja sogar schon Sims und dann wird gleich so eine Weihnachtsfolge Sims gemacht oder weiß der Geier, weiß der nicht, ganz egal, ich liebe dich. Ja, Liebe. Oh, wir haben hier Turbo. Das ist ja richtig nice. Warum haben wir... Ja klar, wir haben Turbo hier, weil als letztlich der Turbo gezündet worden ist und sich aufgefüllt hat. Habe ich das letzte Mal nicht gemacht. Na gut, da vorne ist er. Gerade mal 9 Sekunden vor mir, da noch 45. Ja, wir sind leider zu viert in der Runde. Der Rest... Einer ist rausgegangen, der Rest keiner wollte. Also ich weiß nicht, Verwandlungsrennen sind aber schon ziemlich nice, muss man schon sagen. Nicht wegen der doppelten AP oder sowas, aber ich finde das besser die besten Rennen, die es überhaupt gibt. Besser als Stuntrennen. Also sowieso viel besser als Levelation oder sowas. Das war jetzt krank, das...
Ja, manchmal muss ich noch dazu sagen, warum bin ich ja manchmal so in der Aufnahme, wieder Aufnahme. Nein, es ist nicht, weil ich keinen Spaß habe oder so. Ein Kollege hat mir auch gesagt gehabt, Junge, mach mal ein bisschen mehr Stimmung oder sowas hier, sag mal glücklicher drauf. Dann kann ich leider nur sagen, ja, ich wohne in einem Wohngebäude und wenn ich mitternachts aufnehme, möchte ich nicht um Mitternacht so was sein, dass wie Revi oder sowas. Ich habe das damals schon gemacht gehabt, da war ich 1-2 Jahre hier die ganzen Battlefield Online folgen, sondern Runden oder so. Ich habe geschrien wie aus dem letzten Loch. Wo dass da keine Polizei kam wegen Ruhestörung. Klar, man hat bis am Wochenende bis Mitternacht Zeit oder so. Aber man will es ja trotzdem nicht riskieren. Alter. Also ich hole ganz langsam vorne auf. Vielleicht schaffe ich das ja noch. Ja, vielleicht kommt ja auch, wie gesagt, Eurowag-Simulator. Vielleicht habe ich auch bis dann noch was offen. Die große Sache ist, wenn ich Eurowag-Simulator aufnehme, habe ich ein Lenkrad hier, was ich nicht immer wieder abbaue. Und das ist dann doch schon ein kleines bisschen nervig, mal wieder das Lenkrad da zu haben, aber was soll's? Muss man damit leben, oder? Aufgefüllt und jetzt hier nochmal Turbo gegeben und dann nach unten. Nice. 4 Sekunden. Wir könnten ihn noch einholen. Alter Spiele. Guck mal, es wird wieder nur eine Folge. Wäre ich am nicht zuerst explodiert, hätte ich jetzt der Erste sein können. Hätte Fahrerkette, ich weiß. So. Und mein Urlaub steht jetzt fest für nächstes Jahr. Es heißt, ich gehe zu Gamescom. Wer freut sich? Wer geht denn auch auf die Gamescom von euch? Das würde mich mal blendend interessieren. Nein, ich mache natürlich kein Meet & Greet. Dafür bin ich viel zu berühmt. Und ein Jahr haben wir schon hieß es, ja, komm, wir treffen uns Gamescom. Und ich glaube, bald geht dieses Jahr auf Gamescom. Es gibt ein paar Leute, die auf Gamescom gehen. Und sich mit mir gerne treffen wollen. Die Frage ist, ob ich mich mit denen treffen will. Nee. Ich weiß nicht, ob wir Kunstteil oder so dieses Jahr gehen möchte. Mit ihm war ich ja vor 2 Jahren gewesen. Er hatte, glaube ich, aber ich glaube, der hat für dieses Jahr ein Gamescom-Video rausgebracht. Ich weiß nicht, ob er dieses Jahr war. Der hat ja dann kein Video rausgebracht. Ich habe ihn jetzt aber auch nicht gefragt gehabt, ob er hat, ob er war oder nicht. Weil relativ ist es mir egal. Ey, jetzt sag bitte nicht. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Nein! Ich könnte jetzt schon Tab drücken. Möchte ich nicht. Alter, Scheibenkleister. Das war ja wirklich ein Fotofinish hier gewesen. Oh. Oh. Zum Glück schreibt der... Yeah! Ey, jetzt bin ich mal gespannt auf die Zeit. Jetzt bin ich auf die Zeit gespannt. Was soll jetzt denn das für ein Dreck? Oh. Komm, gib mir die Zeit. Ja, fühle mich gerade auch im echten Leben aus. Beste Runde Rundens. GG. Alter, ja gut, Leute. Ich muss sagen, wenn ich da ganz platt gefallen habe, gebt mir noch oben einen Daumen unten, schreibt mir einen Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Männer das Wort. Ciao, ciao.